Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von The Witch of Fern Island. So, ich muss mal gucken, wenn ich jetzt so. Okay, das Blut haben wir hergestellt. Hier ist noch genug da. Okay, die Morcheln sind dann morgen dran. Dann ist die ein da. Also, was habt ihr denn hier noch an Futter? 25, das reicht aber noch. So, Eiers. Und nochmal Eiers. So, habe ich die eigentlich schon alle verkauft. Chaos Glass. Ja, die habe ich alle schon. Das Schokoladenei habe ich auch schon verkauft jetzt, ne, mittlerweile. Ja. So, dann lass gucken, was hier so drin ist. Auch wieder das. Ich glaube, das erfordert noch eine Menge Geduld. So, okay, super. Jawohl. So, okay. Dann haben wir das auch wieder. Dann bringen wir erstmal den ganzen Krempel weg. So, Eiers. Ei. Okay, so dann das. So, dann haben wir. So, dann brauche ich heute für Kana das Wurzeltagsgeschenk. Teilen. Okay. Ich wollte, wenn ich es schaffe, noch mal angeln, aber diesmal den Haddock, weil der nur an einer Stelle vorkommt. Der Hedgehog mit R. So, dann gucken wir schnell Astra-Ebene, ob da irgendwas zu holen ist. Okay, bei dem ist heute nichts zu holen. Okay, ich glaube, wir müssen mal einen Tag so ein Dings, so ein Astra-Portal-Run machen. So, dann gehen wir mal zu Kana, das Blut abgeben. Geburtstag würde ich erst, wenn der Quest beendet ist. Dann will ich zu Urushu. Ja, und dann jetzt gucken wir nochmal auf schwarzen Brett. Genau, eine Sache hatte ich ja hier noch für schwarze Brett. Ja. Simibor. So, hier sind neue Sachen.
Tiergift 7. Gibt 350, okay. So, Kana. Komisch, die hat früher doch immer da bei Cassandra abgehangen. So, hallo. Kommission. Ja. Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich für meinen Teil kann sagen, dass es magisch sicher ist. Es muss trotzdem von dir überprüft werden, ob es von medizinischem Nutzen ist. Das sind Jahre der Forschung. Ich werde tun, was ich kann, und dann werde ich Rebecca dazu bringen, es an die medizinische Gemeinschaft zu schicken, damit andere unsere Arbeit weiterführen können. Willst du es nicht selbst abschicken? Als ob ich dafür Zeit hätte. Rebecca wird es sowieso schöner schreiben. Aber jetzt können wir erst einmal ein bisschen feiern. Nein, warte, ich habe noch Patienten. Traurig, aber wir verschieben das auf ein anderes Mal. Du solltest dich mehr ausruhen. Ich kann nicht, die Patienten warten. Wir können unseren Erfolg gemeinsam feiern. Zu feiern? Mit etwas gesundem, guten Appetit. Vielleicht gebe ich dir ein paar Tränke, die noch in meinem Lager liegen. Sie können inzwischen schlecht geworden sein. Ich wollte sie nicht benutzen und hatte auch Angst, sie wegzuwerfen. Also wusste ich nicht, was ich mit ihnen machen sollte. Vielen Dank, sie werden bestimmt nützlich sein. Quest abgeschlossen. Bleib mit Rebecca in Kontakt. Sie wird dich auf jeden Fall informieren, wenn sich bei unserer Forschung etwas tut. Okay, gewiss. So, jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken. Ob ich. Genau, so, jetzt werde ich ihr Geschenk geben. So. Sehr schön. Das ist das Geburtstagsgeschenk. Oder werde ich nochmal mit ihr reden? Alles klar, so. Und dann haben wir sie auf wie viel? Gut, wir müssen hier noch hin. Und, ich muss auf jeden Fall noch mal mit Rebecca reden. Sie ist da oben. Und dann will ich zu Urushu. Da ist sie. Die Schneesendungen sind zurück. Okay, da muss ich wohl noch mal warten. So, dann muss ich zu Urushu. Vielleicht ist das noch zu früh, mit Rebecca zu reden. Hallo. Mir ist klar geworden, dass ich Ihren Enthusiasmus für die Besichtigung dieser Orte nicht ungenutzt lassen darf, zumal es für mich immer schwieriger wird, dorthin zu reisen. Wenn du das nicht willst, ist das natürlich in Ordnung, aber natürlich möchte ich das. Wunderbar. Wie funktioniert das Gesetz zur Durchführung solcher Ausgrabungen? Es ist nicht so, dass nur du das tun kannst und nicht unbedingt ich. Nun, ich selbst habe die erforderlichen Genehmigungen nicht. Aber du hast es verdient. Ich danke dir. Ich glaube, ich muss das erklären. Ich habe mein Archäologiestudium fast abgeschlossen. An diesem Tag waren wir auf Feldarbeit. Es war ein Wüstengebiet, ein Canyon, eine Art enge Spalte zwischen Felsen. Ich weiß nicht mehr, wonach wir dort gesucht haben. Es muss wichtig gewesen sein. Es ist nicht mehr wichtig. Der Punkt ist, dass wir Bretter über der Felsspalte aufstellten, damit wir nicht um sie herumgehen mussten, weil der einzige Weg nach unten von der anderen Seite führte. Mir gefällt nicht, wo diese Geschichte hinführt. Wer ist gefallen? Eine Frau, die Einkäufe trug und eine Abkürzung durch unseren Arbeitsbereich nehmen wollte, und sie war schwanger. Oh nein! Es war ein schrecklicher Vorfall und aus rechtlicher Sicht ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften. Wer hat die Verantwortung dafür übernommen? Der leitende Archäologe? Unser Professor war der leitende Archäologe. Und weil er seinen Posten nicht verlieren wollte, suchte er sich ein paar Studenten aus, darunter auch mich, und beschuldigte uns, nicht alles richtig zu überwachen.
Ich kann die ganze Situation jetzt nicht gut beschreiben, weil er sich nicht um die Logik in seinen Aussagen kümmerte. Er hatte einfach Verbindung in der Universität und konnte die ganze Sache unter den Teppich kehren, wie man so schön sagt. Er hat euch zu Sündenböcken gemacht. Im Grunde genommen, jemand musste bestraft werden und das fiel auf uns zurück, obwohl einige von uns nicht einmal anwesend waren, als es geschah. So oder so, wenn man es rational betrachtet, war jeder schuld und jeder hätte es verhindern können. Es endete damit, dass ich die Prüfung nicht ablegen konnte, die Universität mich rauswarf und andere mich nicht aufnehmen wollten. Du bist also hierher gekommen. Hier kümmerte sich niemand um Papierkram, hier geht es nur um Action. Welche Art von Maßnahmen brauchst du genau? Gib mir einfach Fotos. Viele Stätten der K.O.-Zivilisation sind blockiert. Ich habe dir das Rezept für den Steinschmelztrank gegeben, in der Hoffnung, dass du hineingelangen kannst. Und wenn du hineingehst, halte Ausschau nach Inschriften, Wandmalereien, Relief, nach allem, was dir ins Auge fällt und vielleicht neue Erkenntnisse über die Antike liefert. Werde ich die Ergebnisse unserer Entdeckung irgendwo sehen können? Ich habe im Museum ein Buch aufgehängt, in dem ich alle Funde an einem Ort aufschreibe. Das kannst du dir in der Zwischenzeit ansehen. Erst seit kurzem verfügen wir über genügend Informationen, um sie einem einzigen Kompendium zusammenzufassen, sodass wir in einem größeren Rahmen arbeiten können. Quest aktualisiert. Ich denke, das ist alles. Viel Glück. So, okay, ist das das? Okay, warte. Die Glyphen aus der Zisterne. Okay, das sind diese Bilder. Wir haben ja schon mal ein Foto gemacht. Warte, oder muss ich das so machen? Alphabet. Okay. Was haben wir hier gekriegt? Wasseressenz. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das Foto muss ich also nochmal machen. Das gilt jetzt nicht. Okay. Und dann muss ich mal gucken, wo ich noch Tränke brauche. Ich habe mir aber die sieben Stellen schon markiert. Hier und so weiter. Mal gucken, das machen wir nach und nach. Und wir haben ja eigentlich hier im Vulkan das schon fotografiert gehabt, aber das hat er leider nicht genommen. Hier das Foto. Zisterne. Schade eigentlich. Muss noch mal gucken, was ich hier vielleicht noch mal löschen kann. Kürbiechen. Tulpe. Karotte. Bienenstock. Knoblauchflocken. Ozeanzwiebel. Schlückohl. Kurkuma, Lavendel, Tomate, Zwiebelring, Lotus, Distel. So, jetzt sind wir auf 30. So. Dann wollte ich zu Simibor. Das heißt, ich will noch mal hier Freundschaften pflegen. So, Simibor. Genau. Und ich muss ja eh hier hin. So. Übrigens gab es jetzt wieder ein kleines Update. Man kann jetzt noch höher fliegen.
Das werden wir dann sehen, wenn wir in Sumpf und so müssen. Da gab es ja immer Probleme. Tada, tada. Sie mal gucken, ob ich ihn jetzt hier erwische. Irgendwie ist er ja immer manchmal nicht da. Und ich weiß nicht, wann das so ist. Also zu Hause ist er dann immer nicht. Er ist dann aber auch nicht. Also er steht ja eigentlich immer. Oh. Er steht ja eigentlich immer hier rum. Aber ich weiß nicht, wo der ist, wenn er hier nicht rumsteht. Ich glaube, der ist hier am. An dem Baum. Kümmert er sich hier nicht irgendwie drum? Da ist er, sage ich doch. Hier drin ist er nicht. Ich wollte mal gucken, ob ich da noch was pflücken kann. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Herr Simibor? Da habe ich mich aber. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Oder unten rum. Ist weg. Der war doch hier eben noch sichtbar. Ist er doch wieder zu Hause? Oh, das ist auch immer dieses Gesuche, ne? Von den Leuten. Nur um da irgendwie eine Quest abzugeben. Nee. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Gut, dann gehe ich erstmal kurz hier angeln. Sonst verplemper ich wieder zu viel Zeit. Wir können danach noch dahin gehen und ihn suchen. Weil ich kann hier nicht 3 Stunden irgendwie verbringen, jemanden zu suchen. So, ich nehme den. Und ich will eigentlich nur den Hedgehog haben. Das Problem ist dieser komische, dieser Fire. Genau. Genau der wahrscheinlich. Hat die gleichen Köder. Und der ist auch hier zu fangen. Und wenn ich jetzt die Zeit wieder mit dem. Das ist scheiße. Weil wenn du dann natürlich will ich das ja ausnutzen, wenn er nicht zieht. Nein, es ist kein Hedgehog. Ich glaube, den kriege ich nie gefangen.
Den krieg ich nie gefangen. Na komm. Wieder so einer. Ja, es ist wieder so einer. Den will ich aber nicht fangen. Ich will den Haddock fangen. Und der kommt nur hier vor. Und leider gibt es zu den gleichen Jahreszeiten immer diesen Feierfisch. Stichling. Und irgendwie, wie gesagt, die Ballerina und den Hedgehog, den krieg ich nicht zu packen. Ich weiß nicht warum. Ich will die nur einmal haben. Also ich glaube, es ist nämlich nicht möglich, die irgendwie auf 5 Sterne zu bringen bei der Seltenheit. Oder das Wiki ist falsch, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich nur Stichlinge die ganze Zeit. Aha. Ich weiß natürlich nicht, wie der Hedgehog sich verhält, ne? Deswegen kann ich bei denen jetzt auch nicht aufgeben. Weil ich nicht weiß, ist es jetzt ein Fire oder ein Hedgehog? Das ist wieder ein Feier, ja. Ach ja. Das wird wieder so einer sein. Es dauert wirklich ewig, dieser Kampf mit dem Fisch. Und ich habe auch das Gefühl, manchmal kommt man nicht wirklich voran, ne? Man hält das dann nur auf einem Level, kriegt das aber nicht wirklich. Ja, danach hören wir auch auf, das dauert zu lange mit dem hier.
Man muss, also ich, wenn ich den einen Fisch hier nicht brauchen würde, und den würde es nur hier geben. Wie gesagt, das Blöde ist, der hier, mit dem ich hier so lange kämpfen muss, der hat die gleichen Köder. Exakt die gleichen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Headrock sich verhält. Das kann sich nur um Stunden handeln. Das ist wirklich ein Kampffisch, ey. War mir klar, dass ich es immer noch nicht schaffe. Oh, das ist eine Cinderella gewesen. Okay, aber jetzt ist gut. Boah. So, jetzt muss ich aber noch mal gucken nach Mimibor. Und ich werde das Angeln jetzt lassen. Das gibt es doch nicht. Wo ist der denn? Also so kriege ich das nie. Der hat doch da immer gestanden. So kriege ich das Geschenk nie. Da ist er. Na endlich. Commission. Beanspruchen. So, okay. Und dann rede ich nochmal mit dir. Jawohl. Okay, mein Gott, das war jetzt aber zweimal schwere Geburt. Okay. So, dann. Ja, der Hedgehog. Ich muss gucken, ob ich den jemals kriege hier. Das ist ja ein Kampf ohne Ende. Genau wie die Ballerina. So, jetzt haben wir schon gut Geld. Was brauche ich als nächstes? Ach so, dass ich könnte dann mal den anderen Krempel besorgen. Mutum. Simibo. So, dann jetzt erstmal ab nach Hause. Nach der Hühners gucken. Nach die Hühners gucken. Hier sind die Fische. Fische, 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 Fische. Dann das kommt dahin. Das packe ich da oben hin. Ich wollte noch irgendwas machen. Das fällt mir jetzt nicht ein, ne? Ey, das Gedächtnis wie ein Sieb. Also erstmal würde ich noch mal kurz was gucken. Nee, die haben wir noch nicht verkauft. So, dann nehmen wir jetzt kurz die Essenzen. Was ist denn das Wasser? Ja, das und das. Dann gucken wir kurz nach der Hühners.
Ihr seid alle drin. Ihr seid alle drin. Es reicht noch 4 Tage das Futter, okay. Du bist nicht drin, ne? Ich sehe das schon. Na komm, geh rein. Okay, so, aber ich wollte doch noch irgendwas brutzeln, ey. Das gibt's doch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Ach so, jetzt weiß ich's. Venom. 7 Venom an Frieda. Teilen. So. Das ging jetzt auch richtig gut mit dem Geld. So. Dann haben wir es heute, ne? Tiergift an Frieda. Hier müssen wir warten. Und wir können dann morgen vielleicht mal Fotos machen. Wenn wir überall reinkommen, ne? Aber das nehmen wir uns morgen mal vor. Und dann gucken wir mal bei Rebecca. Ob da jetzt was rausgekommen ist und wie gesagt, und das mit dem Dings gebe ich erstmal auf. Ja, okay, super. So, dann lass uns schlafen gehen. So, ihr Lieben, dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.